Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen zur Uraufführung des neuesten Werkes von Frau B. Es handelt sich um ganz besondere Komposition, nämlich ein Liebesliederzyklus. Frau B. und ich werden Sie zum besseren Verständnis heute Abend durch das Programm führen und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen. Frau B., was denken Sie denn eigentlich über die Liebe? Wieso Liebe? Naja, Sie haben ja einen Liebesliederzyklus komponiert. Ach ja, stimmt. Und wie geht man denn da so vor? Naja, da macht man den Fernseher an, so von 4 bis 8, so am Nachmittag, und dann guckt man sich da so diese Serien an und dann, ja, und dann kriegt man so richtig, richtig viel mit, so über Liebe und so. Und dann, ja, also da alle Variationen und dann, ja. Ja, vielleicht noch zu Ihnen persönlicher. Wie war denn Ihre erste Liebe? Ich lebe eigentlich eher so autophilomatisch. Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Ich lebe eher so autophilomatisch. Ja, interessant, aber was bedeutet denn das? Es sind zu viele Kinder in der ersten Reihe. Ich kann das heute nicht beschreiben. Ja gut, dann vielen Dank erstmal für dieses erste Interview. Und wir kommen auch schon zum ersten wunderbar sinnlichen Stück, das den Titel trägt Deine Hand. Es handelt sich um eine der genauesten Beschreibungen eines der unterschätztesten Körperteile überhaupt. Deine Hand, die Linien unregelmäßig verknittert, ziehen sie ihren Weg über die Flächen, kreuzen sich zweimal ab, erneuern sich, überspringen zentimeterweise Hautstücke, verzweigen sich am Ende ins Nichts unter den Fingern setzen. Wenn deine Finger sich krümmen, stülpen sich fleischige Polster mit einer von Hornhaut leicht verlegten Krümmung nach oben. Deine Hand! Deine Hand! Deine Hand! Auf jeder Fingerbeere umkreisen im zartesten Feinripmuster Linien rund um ihr Zentrum. Tropfenförmig gießen sich Kreise wie Schallwellen um den einen Punkt, der bei jedem deiner Finger andere Formen zu zeichnen beginnt. Deine Hand! Deine Hand! Deine Hand! Im zweiten Finger liegt ein Karo-Muster, die Längslinien nicht bedroht, es scheint geliebt. Deine Hand! Deine Hand! Deine Hand! In den Gelenken durchkreuzen klare und verspielte Querlinien das Muster, Glieder. Formt die Hand eine Schale, vertiefen sich deine Handlinien. Die kleinen Polster unter den Fingeransätzen schwingen sich zu Hautausströmungen auf, die die erste Fingerglied-Querreihe unter sich verstecken. Deine Hand! Deine Hand! Ja, und jetzt fahren wir gleich weiter mit dem nächsten Stück, der Akt. Thank you.
Selbstverwirklichung, Altersvorsorge und ansonsten sich in Ruhe lassen. Ja, und diese Dinge, wie kann man die denn in Ihrer Musik sehen? Sehen ist da nicht, sondern das ist mehr so mit Hören. Und wenn man, aber das ist auch nicht für jeden, da braucht es dann so ein bisschen das Hintergrundwissen natürlich zu dieser Musik. Und wenn das ist dann nicht einfach so zu machen, ne? Mal so alles schnell. Ja, dieses Hintergrundwissen, das sind Sie ja auch bekannt dafür, dass das bei Ihnen eine ganz zentrale Rolle spielt. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer haben Sie da einen kleinen Hinweis drauf, was das alles beinhaltet denn? Grundsätzlich handelt es sich dabei um das Grundwissen hinter dem Wissensgrund. Ja, dann wenden wir uns doch wieder der Musik zu. Wie meint ihr das jetzt genau?
wollte dich einholen. Ich habe dich in der Tür gesehen. Du bist zu schnell gelaufen. Ich konnte dich nicht holen. Ich habe dich in der konnte dich nicht holen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich hab dich in der Tür gesehen. Du bist zu schnell gelaufen. Ich wollte holen, wollte holen. Ich hab dich in der Tür gesehen. Du bist zu schnell, ich nicht mehr nach. Ich wollte zu dir laufen. Ich hab dich in der Tür gesehen. Du bist in sie gelaufen. Ich wollte sie eigentlich kaufen. Jetzt ist sie angelaufen. 1, 2, 3, 4. Ich hab dich in der Tür gesehen. Ich konnte nicht mehr nach. Ich wollte helfen, wollte helfen. Du bist in die Tür gelaufen. Ich konnte sie nicht mehr kaufen. Ich war angelaufen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich wollte sie doch kaufen. Ich wollte sie doch kaufen. Wollte sie doch kaufen. Jetzt ist sie nur ein Haufen. Jetzt ist sie nur ein Haufen. Zusammen mit dir. Die Tür, die Tür, die Tür. Mit dir ist immer schön in der Tür zu knutschen. Das ist wunderbar. Doch die Tür ist nicht mehr. Doch die Tür ist nicht mehr. Mit dir geht es immer weiter. Doch die Tür ist nicht mehr. Und dann hört die Tür noch endlich. Ja, und was ist denn eigentlich Komponieren heute noch für Sie? Also, es isst sich eigentlich beim Komponieren immer ganz fantastisch. Am Morgen esse ich grundsätzlich, ich sitze dann so am Klavier und da ist schon alles vorbereitet auf den Tasten. Ich esse dann so Kekse. Das krümelt so schön. Und mit einem Marmeladenbrot wird die, schmiert es auch noch ein bisschen, die Sandi gehen einfacher. Und dann, wenn der Teller schwer genug ist, das ist meistens beim Mittagessen mit Kartoffelklößen und ein bisschen Sauerkraut und Speck, dann ist es besonders in den tiefen Register, gehen die Tasten so ein bisschen nach unten und es schwingt so nach, wenn ich dann ins Komponieren komme. Und auch der Bleistift macht hin und wieder einen kleinen Tick. Und das ist also ganz wunderbar. Und eigentlich mein Lieblingsgericht am Flügel beim Komponieren ist Brathering. Und das ist so lecker, weil wenn man das Deckelchen dann so öffnet und sich dann so ein Stück von diesem Brathering rausholt, das ist wirklich ganz toll und es schmeckt auch gut. Ja. Und klingen tut es natürlich auch schön. So. Ist gut. Ja, vielen Dank. Und dann machen wir doch jetzt weiter mit dem nächsten Lied. Der Kuss. Thank you.
Ja, und jetzt kommt, glaube ich, das Lied Der Kuss. Also, das mit den Küssen ist ja immer so eine Sache. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Brathähnchen hat, dann ist es immer ein bisschen schwierig mit dem Küssen so gleich von 0 auf 100. Und dann beugt er sich aber auch schon hinüber und hat gar keine Hemmung, mir einen Kuss entgegenzustrecken. Seine Lippen spitzen sich schon. Meine Lippen möchten sich auch spitzen. Aber das habe ich nicht vor, aber sie tun es einfach. Und dabei fällt mir aber etwas von meinem Essen heraus. Oh, das ist mir aber ein bisschen unangenehm. Nur ein bisschen. Denn er lässt nicht nach. Er hat aber einen großen Bart. Und meinen Damenbart habe ich auch vergessen abzunehmen. Und deshalb werden sich diese Bärte jetzt verhakeln. Und wir werden nie wieder voneinander loskommen. Denn zwei Bärte haften immer. Doch jetzt kommt auch noch deine Zunge dazu. Was will die denn hier? Oh je, das ist ja ganz, ganz schrecklich. Und ich habe... Es, die Zunge ist immer noch da und hat ein Vakuum kreiert. Und warf sich scheintot auf die Matratze.
nahm die Messerattrappe aus Hans raus und gab sich den gar aus. Es war nur eine Attrappe, einem konnte sein Messer auspacken. Es war nur eine Attrappe, hilft nicht für Käse. Sonst hat sie natürlich überhaupt nichts weiter geholfen, als dass ich denke, jetzt müsste es weitergehen mit dem Lied. Und zwar, sie merkten nicht, dass es eine Attrappe war. War sie vielleicht kurzsichtig? Und erstach sich, das ist wahr. Und keiner weiß, wie sie das gemacht hat. Sie merkte nicht, dass es eine Attrappe war. Und erstach sich, das ist wahr. Glaube lieber, was du siehst, sondern glaube nur, was du spürst. Glaube nie, was du siehst, sondern glaub nur, was du spürst. Glaube nie, was du siehst, sondern glaube nur, was du spürst. Glaube nie, was du siehst, sondern glaub nur, was du spürst. Denke nicht, was du fühlst, sondern weiß immer, was du denkst oder so. Glaube nie, dass du spürst, sondern glaube nur, was du denkst. Glaube nie, was du denkst. Leider geht es in der Liebe ja, bitte, nicht immer rund und glücklich zu und her, nein. Es gibt auch Situationen, in denen sich zwei Liebende vielleicht wieder voneinander trennen müssen. Möglicherweise, weil der eine den anderen nicht mehr so gern hat oder vielleicht einen anderen gern hat. Es kann da ganz verschiedene Gründe dafür geben. Doch zum Glück lässt sich das ja meistens ganz friedlich lösen und aus den ehemaligen Liebschaften entwickeln sich die wunderbarsten Freundschaften. Und jetzt kommen wir zur Simultankomposition, die Trennung. Thank you.
die mich schauen, weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, 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 weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, 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 weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, 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 weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, 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 weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, 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 weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, 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 weil du's magst, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, weil du's magst. Dumm, dumm, dumm. Ich mach die mich schauen, weil du's magst. Ich mach die mich schauen, weil du's magst. Gelten die Bestimmungen über das Güterrecht. Darf ich jetzt weiterreden?
geschiedene Ehe, Gatten haben zu einander kein gesetzliches Erbe, Recht und Können aus Verfügungen von Todes, wegen die sie vor der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens errichtet haben, wenn keine an Sprüche stellen. Ja, Frau B., uns würde natürlich interessieren, wie sich das jetzt für Sie so anfühlt, Ihr neuestes... Ihr neuestes Werk jetzt heute Abend hier uraufgeführt zu hören. Das war von mir? Ich habe gar nicht gemerkt, dass das... ist das von mir? Ja, also auf dem Papier und Realität... Also das hört sich ganz anders an, nicht, oder? Finde ich. Möglicherweise waren Sie ja auch etwas nervös heute. Nee, wieso? Naja, und die Musiker hier, mit denen hatten Sie ja wahrscheinlich im Vorfeld auch schon Kontakt. War die Arbeit mit Ihnen besonders befruchtend? Frucht? Also, können Sie mal nochmal, was wollen Sie eigentlich von mir wissen? Ja, ich merke, Sie möchten eigentlich lieber auf die wichtigen Punkte zu sprechen kommen. Wie fanden Sie denn die Interpretation am heutigen? Naja, also das steht ja alles in den Noten, da ist kein Platz für diese exzentrischen Auseinander... Ja, aber es könnte ja dennoch je nach Abend auch ein bisschen eine persönliche Note geben. Wieso denn eine Note? Also ich... Ja, da sehe ich, stehe ich schon mal zwei Noten hier, in dem Takt sind zwei Noten und da hat es drei. Hier sind, glaube ich, vier, ja. Nee. Was? Das sind mindestens 21 Noten. Aber mindestens. Da habe ich doch auch noch was dazu zu sagen. Ich habe das schließlich gerade interpretiert hier. Ja, aber die kann man hier zusammenfassen. Das sind Akkorde, das ist dann weniger. Aber trotzdem, also um die 22, 21 Ja, ich glaube, so kommen wir heute nicht weiter. Ja. Ja, 21. Gut. Kann ich auch nicht dazu sagen. Ja, das ist, vielen Dank für das informative Gespräch. vielleicht noch eine Frage. Frau B., leben Sie eigentlich in einer Partnerschaft?
vielleicht können wir uns ja noch einigen. Erscheinung tut immer peinigen. Ja, Liebes, vielleicht möchtest du unseren Namen ja nicht mehr tragen. Dann würde ich doch direkt einmal beim Zivilstandsamt nachfragen und die güterrechtliche Auseinandersetzung richtet sich nach den Bestimmungen über das Güterrecht. Aber seien wir ehrlich, unsere Güter sind längst schon getrennt. Ja, die Komponistin hat sich gerade eben spontan dazu entschlossen, noch die Solo-Blockflöten-Komposition Das Engelshaar für Sie hier darzubieten. Ja, dank der nette Kollege hat mich ja freundlicherweise schon angesagt. Ja, ich möchte gerne, ja, ich fange dann mal an. Ja, vielleicht noch kurz zum Stück. Die Länge, es ist sehr lang. Ungefähr so. Ja, und es ist auch hoch, vor allen Dingen gegen Ende ist es hoch, vielleicht so. Ja, und ja, ich fange dann. Ja. Und die Tiefe, da müssen Sie selber dann gucken, wie weit Sie da in die, genau, gehen wollen. Thank you.
dann sind wir schon auch wieder am Ende des Programmes angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen gelungenen Abend und auch bei Ihnen für Ihre Anteilnahme. Ein Schlusswort noch, ist schwierig, aber vielleicht, was bleibt uns denn anderes übrig am Ende als die Liebe zu uns selbst? Seht ihr das so, dann gucken sie auch auf die Sache. Manchmal schaut man von außen an. So ein bisschen wie ein Vögel von der Flur oben an. Und dann muss man sagen, morgen, mehr oder weniger, bin ich, sind wir hoffentlich auch nicht zufrieden mit uns. Thank you.
Kloster zu. Ja, das geben wir gerne zu. Zum Liederzügel.